Hallo Freunde, was macht man eigentlich, wenn es mal in der Tischlerei nicht so läuft, wie es laufen sollte? Alle anderen sagen, oh, meine Auftragsbücher sind voll, wir wissen gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht, so viel Arbeit. Und wenn es mal nicht so ist? Tja. Ich erzähle euch mal, was ich so mache. Also innerhalb von 40 Jahren Selbstständigkeit, die ich jetzt hinter mir habe, ist das schon öfters vorgekommen. Wollen wir gar nicht schön reden. Also, was mache ich? Ich habe neulich was Lustiges gemacht. Habe mich einfach entschieden, meinem Hobby nachzugehen. Mein Hobby ist Tretroller fahren. Also nicht so einen kleinen für Kinder, sondern für Erwachsene mit großen Rädern und auf Pilgertour zu gehen. Okay, also zu tun gibt's immer genug. Aufräumen, sauber machen, Holz ordnen. Ich habe dann mich entschlossen, meine neuen Möbel zu bauen. Einen schönen Küchentisch, einen Geschirrschrank, eine Vitrine, eine Bank, ja, alles im gleichen Stil, in dem Holz, was ich mag, nämlich Eschenholz. Selbstständigkeit ist reine Nervensache. Übrigens, man muss auch mal abwarten können. Abwarten, gute Dinge erwarten. Die Zeit ist für uns. Das war's erstmal. Danke fürs Zuschauen.